Hallo André, Sie arbeiten ja für Mimikama. Was ist denn das eigentlich, Mimikama? Mimikama ist ein Verein, der hier in Wien 2011 gegründet wurde. Wir machen eigentlich nichts anderes und beantworten Fragen von Nutzerinnen und Nutzern, die einfach Fragen zu bestimmten Inhalten auf Social Media haben, wo sie glauben, dass etwas falsch sein könnte, wo etwas falsch dargestellt sein könnte. Und letztendlich macht der Verein Mimikama nichts anderes, als Falschmeldungen aufzuklären. Warum verschickt eigentlich jemand Kettenbriefe? Kettenbriefe sind ja ein Phänomen, das es wirklich schon lange gibt. Auch schon vor dem Internet haben sie existiert. Nur sie sind jetzt halt im Internet auch da. Und das Interessante ist, viele wissen gar nicht, dass sie auf einen Kettenbrief reingefallen sind, weil die Mechanismen, die dahinter stecken, einen meistens ergreifen. Das sind dann irgendwelche schicksalshaften Geschichten oder juristische Fragestellungen, die man nicht so ganz begreift. Und dann nimmt man auf einmal daran teil und merkt das schlichtweg gar nicht. Also viele Menschen, die einen Kettenbrief verbreiten, sind sich gar nicht bewusst, dass sie wirklich einen Kettenbrief oder sogar eine Falschmeldung, die in dem Kettenbrief eingepackt ist, selber verbreiten. Eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt, ist, was ist denn das eigentlich für ein Typ Mensch, der Fake News fabriziert, und was ist das für ein Typ Mensch, der darauf hereinfällt? Also grundsätzlich kann man sagen, Falschmeldungen werden hergestellt und Fake News klassische, um jemanden zu desinformieren, um bewusst zu manipulieren, um bewusst zu missinterpretieren oder einfach um Geschichten bewusst zu erfinden. Das sind so die Anlässe. Auf der anderen Seite, wer darauf reinfällt, da kann man sind es häufig Menschen, ja, die Inhalte erwarten, die ein Bedürfnis haben auf Antworten, die oftmals auch einfache Antworten auf komplexe Fragen erwarten. Und das macht es natürlich problematisch. Und hängt das eigentlich auch mit der formalen Bildung zusammen, die jemand hat? Es gibt viele verschiedene Gründe, warum man Falschmeldungen glauben mag. Zum einen, weil es eine eigene persönliche Erwartungshaltung trifft. Zum anderen, weil man eine Betroffenheitslage auch hat. Wir haben es gerade in der Corona-Krise gesehen. Je mehr Menschen betroffen sind, desto mehr wirken auch Falschmeldungen, wenn sie eintreffen. Ich sehe da schon eine ganz große Herausforderung, auch für jeden Einzelnen, der versucht nachzudenken, der versucht zu hinterfragen. Es ist schon mal schon sehr gefordert. Ich verstehe schon, wenn Menschen sagen, ich suche die einfache Lösung. Also die Schlüsselfrage ist dann Bildung. Wir brauchen Bildung, 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 um zu lernen, uns selber kennenzulernen und zu lernen, mit diesen neuen Möglichkeiten umzugehen. Ganz genau. Bildung nicht nur im Jugendbereich, auch gerne bei den Erwachsenen. Denn man lernt immer so lange, bis alle Finger gleich lang sind.